Mögen die Götter dich schützen. Okay. Dann möchten wir noch mit dem hier reden. Der Mann trägt ordentliche, aber praktische Kleidung. Seine sonnengegerbte Haut und sein drahtiger Körper zeugen von einem Leben in der Wildnis. Sei gewöhnt, was führt dich ins verkohlte Fass? Gehört das Gasthaus hier? Das ist meine Rente. Er klopft auf den Tresen. Als sie in Farnheim noch mehr Schiffe angelegt haben, war dies hier ein Lagerhaus. Dann wurde die ganze Gegend nach und nach zu Wohnungen und das Haus hier verfiel. Ich habe es von irgendeinem Großonkel geerbt, nachdem mein Cousin es nicht wollte. Heute ist es der beliebteste Laden in ganz Farnheim. Die Adligen kommen, um sich zu entspannen, und die Gestandenen, um sich unter die Leute zu mischen. Er beugt sich etwas näher ran. Wir haben auch einige recht raue Besucher, aber hier drin benehmen sie sich. Außerdem ist ihr Geld ebenso gut wie das von jedem anderen. Wer bist du? Ich erzähle so lange Kartograf für den Duke. Er reibt sich die stolprigen Wangen. Habe die Weißmark ein halbes Dutzend Mal durchquert und fast alle Ruinen im Teilsumpf kartografiert. Er grinst, ein Goldzahn blitzt auf. Eine gute Arbeit, aber eine für jüngere Männer. Als ich endgültig nach Trutzbruch kam, halfen Cliver und ein paar andere Freunde bei den Rittern mir dabei, die Schankerlaubnis für ein Gasthaus zu bekommen. Bei mir gibt es starkes Ale, gute Unterhaltung und eine frische Meeresbrise. Er hebt einen Krug. Was kann er noch mehr wollen? Zeig mir deine Speisekarte. Also ja, die wollen wir nicht unbedingt sehen. Wir brauchen nämlich gerade nichts. Wir bräuchten eher ein Bett. Plus 4 Intelligenz oder Wahrnehmung und Überleben. Nehmen wir mal Wahrnehmung und Überleben. Gönnen wir uns mal ein ordentliches Bett. So. Verbrecherfluchtort Rastbonus, okay. Gut, gehen wir erstmal in den Keller. Gucken wir mal, was wir dort finden, im Keller. Und dann gucken wir uns im Obergeschoss noch um. Oh. Banditen. Hey Jungs. Banditenanführer. Ich plaudere ein wenig mit meinen Partnern. Für gewöhnlich ist es hier unten recht ruhig. Das gefällt dem Boss daran. Was habt ihr in eurer Truhe? Nur ein paar Pilze. Was habt ihr in eurem Fass? Das können wir plündern. Was zu trinken für Edda? Jo. Was hast du eigentlich für Tränke? Trank der flinken Füße, ach so. Und ja, ich wollte ja kochen. Nahrung. Bauernaufstrich. Das hebt ziemlich lange und davon könnten wir 2 Stück herstellen. Spiegelei einfach nur. Duck Rinderbraten. Plus 10 Max Auster plus 2 Macht. Dunkle Ratatouille-Kekse, Eintopf. Und Rautei Süßpaste. Ach, das soll nicht Ratatouille, das ist Rautei. Oder Rauertei. Oder wie auch immer. Bauernaufstrich. Nee, was Interessantes können wir nicht kochen zurzeit. Können wir irgendwelche wichtigen Tränke machen? Wie zum Beispiel Trank der kleinen Ausdauer. Den würde ich gerne ein paar Mal herstellen. Den könnten wir sogar sehr oft herstellen, insgesamt 12 Mal. Aber ich glaube, 4 Stück reichen davon erstmal für Edda. Okay, Banditen hier unten. Barbaren haben wir nicht in unserer Gruppe. Ich bin mal gespannt, ob wir hier in Trutzbruch noch mehr Leute zum Anheuern finden werden. Die meisten haben wir ja bis jetzt auf unserem Main-Weg gefunden, sozusagen. Also Edda und Alof in Goldtal, den Duwens in Magrans Gabelung. Ich könnte mich ja halt ihren Schrank zu schaffen machen, aber nee. Edelmann,
Piraten. Meerwiff. Meerwiff beobachtet dich durch schwarz umrandete Augen. Sie legt eine Hand auf den Knauf ihrer Klinge, die Edelsteine, die von ihrem Handgelenk baumeln, klimmern. Wir kennen einander nicht, belassen wir es dabei. Was führt dich ins verkohlte Fass? Mehr wie fehlt deine Armbraune. Na, was sieht es denn aus? Guter Wein und ein wenig Frieden und Ruhe. Sie schnippt mit dem Daumen eine Kupfermütze in die Luft. Und Skerion stellt nicht zu viele Fragen. Du scheinst nicht aus Farnheim zu stammen. Ich bin Seefahrerin. Sie lächelt dich schief an. Und Befreierin bestimmter Waren. Meerwiff spielt an ihrem großen Ohrring herum. Und das Schöne an den Schnöseln hier ist, meistens sind sie zu höflich, um mehr zu verlangen. Dann gehe ich besser mal. Okay, und hier ist auch niemand drin. Dafür ist hier sehr viel Geld gerade gewesen, einfach so. Yay. Also wieder raus hier. Gut, das heißt, das Gebiet hier ist auch abgeschlossen. Dumm, dumm. Die Musik ist jedenfalls sehr harmonisch. Das hier sind Edelleute wieder mal. Und dann haben wir nur noch das Gebäude, dann war es das eigentlich. Und sieht das für mich nur so aus oder besteht der Fels hier aus Adra? Das nenne ich dann nämlich ziemlich dekadent, wenn Adra so wertvoll ist. Und ja, so wie es aussieht, habe ich dann alles abgegrast hier in dem Viertel. Dann machen wir noch dieses Haus und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also ich gehe noch wahrscheinlich ins nächste Gebiet. Raymond Diener. Ich würde gerne Lord Raymond sehen. Fürst Raymond, genau. Ah, Grimm, red mal mit dem guten Fürsten. Fürst Raymond hält ein Schiffsladeverzeichnis in seinen gepflegten Händen. Trotz seiner teuren Kleidung hat er den blassen Teint und die rastlose Ausstrahlung eines Arbeitssüchtigen. Wenn du Geschäfte zu besprechen hast, vereinbare einen Termin mit meinem Assistenten. Ich habe keine Zeit für unerwartete Besucher. Erzähl mir etwas über dich. Er schlägt mit den Papieren in seine Hände in die Luft. Ich bin der Fürst dieses Hauses und neige nicht zu leeren Plaudereien. Wenn du gerne Geschäfte zu machen hast, dann geh. Er blickt von seinen Papieren auf. Er seufzt und hat hier mit einem Stapel Papiere. Du schon wieder. Brief übergeben. Ich habe einen Plan aufgelegt, dich auszurauben. Er senkt die Papiere und blickt dich zum ersten Mal an. Tatsächlich, lass mich sehen. Er überfliegt die Papiere mit der Geschwindigkeit eines erfahrenen Kaufmanns. Als er seine Aufmerksamkeit wieder auf dich richtet, ist sein Ton knapp und nüchtern. Du hast diesem Haus und dieser Stadt einen großen Dienst erwiesen. Diese Belohnung dürfte deinen Mühen sicherlich angemessen sein. Was tust du jetzt? Fürst Raymond faltet die Nachricht zusammen und zieht die Falten streng und ordentlich glatt. Eliminiere die Konkurrenz. Der Brief war mit der AD unterschrieben. Sagt dir das etwas? Ich nehme an, dass es für Abrika Domenel steht. Den Sprössling des Hauses Domenel. Er blickt angewidert rein. Einen solch verzogenen und verwirrten Knaben hat es wohl noch nie gegeben. Skrupellos ist er, das muss man ihm lassen. Leider ist sein Verstand weitaus weniger ausgeprägt als seine Gier. Ich will mehr über das Haus erfahren. Sie waren einst ein herausragendes und angesehenes Haus. Jetzt sind sie nichts weiter als eine Bande von Dieben. Damals in der Kolonialzeit des Türwaldes waren die Dominants angesehene Mitglieder des Hofs des Dux. Weshalb es überraschend war, dass sie während Hadrids Rebellion loyal gegenüber Edir blieben. Als Hadrid und der Dürrwald die Unabhängigkeit errungen hatten, verloren die Dominants ihren Einfluss, nicht aber ihren Reichtum. Anstatt nach Edir zurückzukehren, wie andere loyalistische Häuser, blieben sie hier und wechselten von der Politik in die Wirtschaft.
Er zog mit den Achseln. In gewisser Weise hatten sie sich einfach für die falsche Seite entschieden. Nicht, dass sie seitdem nicht auf eigene Weise aufgeblüht sind. Er reibt sich am Kinn. In letzter Zeit versuchen sie, eine eigene Nische aufzubauen, und zwar mitten zwischen den Schmelztiegelrittern und den Dutzenden, wie es scheint. Warum ist dieser Edelstein so wichtig? Das Herz der Weißmark ist ein nahezu makelloser Diamant. Außerdem ist es das Erbvermögen der Zwerge der Weißmark. Oder wird Hargrim aber hörig? Es wurde in der Frühzeit der Kolonisierung von einem ätherischen Fürsten gestohlen und die Zwerge haben es nicht vergessen. Nun wollen die Ritter und die Dutzenden es beide kaufen, um es den Zwergen als Zeichen des Friedens zu überreichen. Er zuckt mit den Achseln. Wer es letztendlich auch kauft, die Zwerge werden nützliche Verbündete für Trutzbuch darstellen, besonders in den heutigen Zeiten. Oh ja. Quest abgeschlossen, hoch hinaus. Wie viel Gold haben wir gekriegt? Ein gutes Stück, nehme ich an. Und auch einen Ring. Steht das hier zufällig? 200 Kupferstücke und ziemlich viel Erfahrung. Oh, und wir haben hier noch eine Mitteilung. Steuer eingetrieben. 633 KP ging an Banditen verloren. 95 KP wurde verdient. Okay. Da ist es gut, dass wir hier die Hauptburg bauen, weil das erhöht unsere Sicherheit. Ich muss mich in der Festung befinden für Gruppenverwaltung. In der Kaserne kann ich Volksleute rekrutieren, die bei der Festung bewachen. Okay. Was werde ich eigentlich als nächstes ausbauen? Wahrscheinlich den Burghof. Für mehr Prestige. Hm? Obwohl der westliche Wachturm, glaube ich, wichtiger ist, sobald die Hauptburg fertiggestellt ist. Sure. So. Sure. Ich könnte mich jetzt in dem Raymond-Anwesen noch weiter umschauen. Aber ich nehme mal nicht an. Lignette Raymond. Vater liest mir etwas vor, er ist immer mit seinen eigenen Büchern beschäftigt. Du siehst schon ein bisschen zu alt aus, dass man dir was vorliest eigentlich. Gucken wir noch kurz nach oben und dann gehen wir ins Geschenk. Also zum Hafen. Raymond-Dienerin, die alte Bedienstete blickt dich mit trüben Augen ab. An Verzögerung, aber ich fürchte, ich muss dich bitten, wieder nach unten zu gehen. Im oberen Stockwerk sind keine Besucher gestattet. Sie mit dem Handrücken ins Gesicht schlagen, wieder nach unten gehen. Okay. Vielleicht nehmen wir uns irgendwann mal die Zeit und gehen doch nochmal in das andere Anwesen. Vielleicht greift er uns an und wir müssen ihn verprügeln. Dann kriegen wir die Ausrüstung seiner Wachen, seine Pistole und all die anderen schönen Sachen, die er so hat. Und wir können alles auf ihn schieben, weil... You have said you fought in the Saints War, but for which side? The one that blew up my guy. I didn't mean anything by it. I imagine a man with a head made of fire and light could be very convincing. Funny thing about Dear Woodens. With all that fire and light, they just treated him like another authority figure. Hm. Kana und Edda reden über Whitewin. Ja, das finde ich auch sehr, sehr, sehr schön, dass sich die Gruppenmitglieder untereinander unterhalten. Und nicht nur über sinnlose Themen. So, Odras Geschenk. Das ist der letzte Ort. Naja gut, dann haben wir noch das Urfeuer. Aber da gibt es ja nicht viele Gebäude, die wir uns angucken können. Den Palast, die Schmelztiegelburg. Und ich glaube, noch ein großes Gebäude standen da. Ah ja, Dings, der Vodicha-Tempel. Ondras Geschenk. Gucken wir uns das Ganze mal an. Jo, so muss ein Hafen... Naja, okay. So dekadent muss ein Hafen nicht aussehen, überall Adra.
Leuchtturm, ist klar. Erbhügel, der ist immer noch zu. Colfax Haus, verlassenes Haus. Odas Haus, doch ein verlassenes. Valianische Handelsgesellschaft, ein verfallenes Haus. Der salzige Mast. Und der Leuchtturm, also ja. Ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Wert, Interesse, einzigartige Gelegenheit. Die Expeditionshalle von Adams Lager bietet für fähige Männer und Frauen, die ihr Können unter Beweis stellen wollen. Wer Interesse hat, möge sich bei Wennern in der Expeditionshalle melden. Ja, kennen wir schon. Ich speichere jetzt mal. LP002. Auch wenn das etwas komisch aussieht, dass ich jetzt erst LP002 habe. Aber ich kann ja erst seit kurzem Namen vergeben. Speichern wir. Dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.